Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, denn wir besprechen hier auf diesem Kanal alles rund um Karriere, Laufbahn und Einstellungstest. Also wenn dich das interessiert, dann lass auf jeden Fall gerne ein Abo da. Heute geht es um einen Erfahrungsbericht, der uns zugeschickt wurde, und zwar zum Thema Fahrdienstleiter bei der Deutschen Bahn. Was da alles auf dich zukommt und was von dir erwartet wird, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Bei der Deutschen Bahn ist es so, dass man erst einen Einstellungstest bestehen muss, bevor man einen bestimmten Karriereweg einschlagen kann. Und so ist das eben auch beim Fahrdienstleiter bei der Deutschen Bahn. Christian hat uns seine Erfahrungen mitgeteilt und er teilt mit uns diese Erfahrungen, weil er eben den Leuten ein bisschen die Angst vor dem Test nehmen möchte, weil natürlich das schon sehr anspruchsvoll ist und man ja nicht so richtig weiß, was auf einen zukommt. Er sagt direkt am Anfang, dass es auf jeden Fall am wichtigsten ist, dass man gut vorbereitet in diese Prüfung reingeht, dann kann einem auch eigentlich nicht so viel passieren. Zuerst ging es für ihn in die ärztliche Untersuchung. Oftmals ist es so, dass wenn man an den Ort des Einstellungsverfahrens kommt, man direkt in den schriftlichen Test geht. Bei ihm war das jetzt ein bisschen anders. Er ist als erstes begrüßt worden und musste einige Dokumente ausfüllen und dann ging es als erstes in die ärztliche Untersuchung. Bei der ärztlichen Untersuchung ist es so, dass geguckt wird, ob man physisch bzw. gesundheitlich geeignet ist für den Beruf, den man anstrebt. Darauf kann man sich jetzt nicht so super doll vorbereiten. Man kann halt bestimmte Atteste oder Dokumente mitbringen, aber an sich kann man ja nicht beeinflussen, wie zum Beispiel seine Blutwerte sind oder eben der Fahrrad. Ergometer-Test. Das Wichtigste ist, dass man allgemein eigentlich gesund lebt, ein bisschen Sport macht und nicht zu viel Stress hat. Er sagt, dass bei der ärztlichen Untersuchung ihm Blut abgenommen wurde, dann musste er noch eine Urinprobe abgeben und die Sauerstoffsättigung sowie der Puls wurden überprüft. Da bei ihm alles im grünen Bereich war, durfte er dann direkt zum Computertest gehen. Und da schauen wir uns jetzt mal an, was in diesem Computertest abgefragt wurde. Zuerst ging es für ihn in den Reaktionstest. Dabei hat er auf einen Bildschirm schauen müssen und dann wurde bei dem Bildschirm manchmal ein gelber Kreis angezeigt und dabei wurde ein Ton abgespielt. Er musste in dem Moment, wo er diesen gelben Kreis wahrgenommen hat, einen Finger von einer Taste heben und eine andere Taste drücken. Also ein ganz klassischer Reaktionstest. Er empfand es aber relativ schwierig, weil der Test sehr lange ging in seinem Empfinden. Dann ging es für ihn sogar noch in einen zweiten Reaktionstest, der sogenannte Wiener Test. Da ist es so, dass man ein Keyboard mit farbigen Tasten bekommt und mit länglichen Tasten für Geräusche. An den Füßen habt ihr Pedale. Dann bekommt ihr Kopfhörer auf, um bestimmte Geräusche zu hören. Und dann schaut ihr wieder auf einen Monitor und wenn da das bestimmte Signal bzw. bestimmte Ton erklingt, dann müsst ihr mit euren Füßen zum Beispiel das richtige Pedal drücken. Das gilt natürlich auch äquivalent für das Keyboard. Je schneller man das macht, desto besser ist natürlich dann am Ende auch das Ergebnis. Danach ging es für ihn in einen Test, wo er die Symbole wieder erkennen musste und dafür hat er zwei Zeilen vor sich gehabt und in der oberen Zeile sind verschiedene Symbole aufgeführt und in der unteren Zeile ist dann nur ein Symbol. Das ist das Symbol, worum es dann in der Aufgabe geht. Die Aufgabe ist dann, in schnellstmöglicher Zeit zu prüfen, ob das untere Symbol zu den oberen Zeilen passt bzw. dort zu sehen ist. Wenn das der Fall ist, musst du sehr schnell eine grüne Taste drücken. Wenn es nicht so ist, dann musst du eine rote Taste drücken. Dann kam sogar noch eine Konzentrationsaufgabe. Nämlich musste er 30 Minuten auf ein graues Viereck schauen und sobald sich das Viereck schwarz färbt, musste er schnell einen Knopf drücken. Klingt erstmal einfach, aber sich so lange zu konzentrieren und dann noch schnell zu reagieren, ist schon echt tricky. Dann ging es für ihn in den Logiktest. Da kamen eher so mathematische Aufgaben dran, wie beispielsweise Matrizen oder deduktiv-logisches Denken. Da ist es zum Beispiel so, dass einem ein Raster mit 9 Symbolen gezeigt werden, aber ein Symbol ist ein Fragezeichen. Zum Beispiel und da musst du dann einfügen, welches Symbol zu den restlichen 8 Symbolen passt. In Sachen Merkfähigkeit musste er sich auch nochmal richtig konzentrieren. Da wird einem nämlich ein Stadtplan mit vielen Symbolen gezeigt und die muss man sich alle einprägen und später wird euch der Stadtplan dann erneut vorgelegt, aber diesmal sind da keine Symbole. Also musst du im Gedächtnis haben, wo sich welches Symbol befunden hat und das dann eintragen. Dann gab es noch den Testteil Koordinationsfähigkeit. Der hat ihm persönlich am besten gefallen. Bei diesem Test befinden sich an einem Keyboard 2 Räder und eins befindet sich auf der rechten Seite. Und mit diesem Rad könnt ihr nach oben oder unten steuern. Auf der linken Seite ist dann das andere Rad und das war dafür da, nach links oder rechts zu steuern. Wenn man das verstanden hat, musste er dann einen Punkt durch einen virtuellen Parcours steuern. Und da sagt er, die Leute, die früher vielleicht ein bisschen Computerspiele gespielt haben, könnten da einen kleinen Vorteil haben, weil es natürlich auch ein bisschen darum geht, links-rechts zu koordinieren und das relativ schnell über die Bühne zu bekommen. Nachdem der schriftliche Test erledigt war, ging es für ihn in das psychologische Gespräch. Und das war bei ihm sogar remote. Und das ist eigentlich so wie ein relativ normales Vorstellungsgespräch. Also man muss seine berufliche Laufbahn ein bisschen schildern und natürlich auch seine Motivation etc.
In diesem psychologischen Gespräch wurde ihm dann auch gesagt, dass er eigentlich schon fast alle Tests bestanden hat, außer einen, da war er ein bisschen zu langsam, den durfte er aber wiederholen. Weitere Check-ups waren beispielsweise dann noch der Hör- und Sehtest. Das kennt ihr vielleicht auch vom Optiker, wenn es in Sachen Führerschein ein bisschen ernster wird. Man muss einfach schauen, ob die Sehfähigkeit vor allem als Fahrdienstleiter sehr hoch ist, ob man genug hört, also die typischen Check-ups, die man eigentlich auch in jedem straßenverkehrssituationsbedingten Umfeld braucht. Und der ist gar nicht so doll auf den Beruf des Fahrdienstleiters zugeschnitten gewesen, sondern war eigentlich relativ allgemein und da ging es halt eigentlich auch an die Bewerbungsgesprächsfragen, die wir alle kennen. Zum Beispiel, warum möchte man zur Bahn? Was ist die Motivation? Was sind seine eigenen Ziele? Und, und. Und nach der ganzen Aufregung kam für ihn auch raus, dass er Fahrdienstleiter werden darf. Er hat die Tests alle bestanden, auch bei der ärztlichen Untersuchung ging alles glatt. Und deswegen kann er allen wirklich auch nur ans Herz legen, sich wirklich intensiv vorzubereiten, wenn es in Sachen Deutsche Bahn Einstellungsverfahren ein bisschen ernster wird. Weil sonst hätte er niemals so viel Reaktionstests geübt und hätte da vielleicht auch versagt. Er hätte nicht so viel wissen können in Sachen Matrizen etc. Und. Also wenn dich das interessiert und vielleicht auch du bald vor deinem Einstellungsverfahren stehst, dann schau auf jeden Fall bei Testtrainern wie beispielsweise dem hier von Testhelden vorbei. Denn da sind alle Aufgaben, die dich erwarten, kompakt zusammengefasst. Du kannst üben, du kannst Rückfragen an Experten stellen. Es gibt Videotrainings und es gibt auch einen Support, der für dich zur Verfügung steht. Schau auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung mal vorbei, da habe ich dir das alles verlinkt und ich hoffe, dich gleich beim nächsten Video wiederzusehen.